Happy und willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 The Journey. Und ja, wir sehen es hier schon. Schön, dass wir Alex Hunter Startgas haben. Hunter ist ein Superspieler, der muss in die Startaufstellung. Ja, natürlich, da sind wir ja auch drin gegen Burnley. Ja, vor einigen Folgen habe ich immer Burn mit Burnley verwechselt beim Aussprechen. Ja, dabei heißen wir ja Bornemouth. Bornemouth. Ja, brennende Fresse. Brandmaul. Ne, statt Schandmaul sind wir hier Brandmaul. So. Und Brandmaul. Brandmaul geht jetzt erstmal richtig ab hier. In der Premier League gegen Burnley. Ja, da sind wir gespannt. Eigentlich war der Husten schon wieder weg, aber irgendwie gerade ist schon wieder ein bisschen, vermutlich durch den Livestream, das viele Gequatsche, das Aufgeregte wegen Ultimate Team. Aber naja, ist halt so. Ne? So, hier ist unser Alex. Yeah. Mann, nein, die Katzen gerade hier unten, ey. So viele. Gut, wir wollen uns jetzt hier nicht so ewig damit aufhalten. Oh. Abgefälscht ins Aus. Es wirkt auf mich gerade ein bisschen laggy, das Spiel. Keine Ahnung, woran das jetzt liegen soll. Versuch's mal. Ich versuche in letzter Zeit gern auf kurze Eck. Einfach, weil ich damit schon einmal Erfolg hatte. Bei Ultimate Team hat es mir ein wunderschönes Tor aus Spitzenwinkel mit dem Kopf eingebracht. Irgendwie wirkt es wirklich gerade ziemlich laggy. Ach Mist. Lass den Ball laufen. Ich lass gleich deine Mama laufen, Junge. Kannst aber gucken mal. Wenn die Mutti erstmal frei ist, du. Ah, Einwurf rausgeholt. Sehr schön. Ah, faul. Faul. Mann. Das heißt, du lass den Ball laufen, ey. Der hat mich schwer genötigt. Ja? Alter. Muss man noch mal rangehen hier. Hümmer. So. Den haben wir. Gut. Und Hunter. Ah, ich wollte gerade passen, Mann. Junge, Junge. Ja, Hunter gerade nicht so toll. Irgendwie. So. Steigen wir einfach mal so. Unsere Wertung. Ey, was macht der denn? Ein flacher Pass sollte das werden. Hauptsache, das Ding kommt an. Schönes Passspiel. So, ne? Erstmal ein bisschen den Alex pushen. Fokus. Fokussieren. So. Ach, Mist. Ja, wir wollen natürlich auch kein Tor kassieren, ne? Darauf müssen wir uns fokussieren. So.
was der Trainer da wieder hat. Wir haben noch Pass gespielt. So halbwegs. Also der Ball kam zumindest am Ende zu unserem Mitspieler. Oh. Oh. Aufpassen. Dass wir hier noch Karten sehen. Schönes Passspiel. Ja, der Alex steigert sich gerade ein bisschen. Das ist auch wichtig. Vielleicht kann er noch ein Tor schießen. Ach Mist. Aber ein guter Versuch gerade vom Alex. Was, die erste Halbzeit ist gleich schon wieder vorbei. Das geht ja flott heute. Und das war schon mit der ersten Halbzeit, Mensch. Ja, die Highlights der ersten Halbzeit waren quasi nicht vorhanden. Der Endlauf der Spieler, das war schon das Highlight und der Anstoß. Das. Ach, wir hatten. Ja, gut, das kann man mal als Highlight zählen. Das ist okay. Oh, die Gegner hatten auch ein Highlight. Ja, stimmt, da hätte durchaus was draus entstehen können. Schön, wie du deine Mitspieler im freien Raum voller Übersicht anspielst. Natürlich. Effektive Rückpässe, ja. Ja, stimmt, dafür hätte ich mal mehr gemacht, ne? Das sollte ich allgemein an mir verbessern, dass ich mehr Rückpässe spielen soll. Passspiel vom Feinsten, ja, also unsere Pässe sind sehr gelobt, aber mehr konnten wir halt noch nicht zeigen, ne? Ja, die Rückpässe, die sind teilweise sehr wichtig für den Spielaufbau, das sagt doch der Trainer. Das stimmt schon. Denn dadurch zieht man natürlich den Gegenspieler wieder ein bisschen näher in unsere Hälfte und somit sind dann für uns vorn wieder Lücken frei. Es sei denn natürlich, man hat einen Gegner, den diese Rückpässe dann am Arsch vorbeigehen, der dann sagt, nö, ich bleib trotzdem bei mir in der Hälfte. Mach doch, was du willst. Ah, Mist. So ganz defensiv eingestellte. Ja? Also die größeren Clubs kennen sich damit aus. Ja, die spielen dann halt oft gegen solche Gegner, die sich hinten reinstellen. Aber wir als Bornmaus gehören nicht zu diesen großen Clubs. Wir stellen uns aber auch nicht hinten rein, wenn ein großer Club kommt. Ach, kriegen wir nicht. Schade, schade. Ja, das wird hier wieder ein sehr schwieriges Spiel. Na gut. Wo ist überhaupt Hurricane? Ah. Gar nicht so leicht. Und da ist das Tor. 1-0 Hurricane. Stark. Ja, den Kane sieht ja das ganze Spiel nicht, aber hat er in seinem Moment und guckt mal an, wie schön. Noch getunnelt. Ganz genau. Ganz genau. Ach, der Hurricane, das ist schon feiner. Der ist hier noch so mein Hoffnungsschimmer im Verein. Gut, dass wir ihn mit zur Unterstützung haben. Wir würden vermutlich die meisten Spiele verlieren ohne ihn. Wer soll sonst die Tore schießen? Ne? Alex macht's ja nicht. Alex ist ja mehr so für Vorlagen ganz gut. Oh, das war natürlich klar. Ja, der Gegner kann nichts. Aber per Ecke fällt dann ein dummes Gegentor. Schade, schade, schade. Aber die Wertung von Alex geht gut hoch. 6,8. Wie gesagt, unter 7,0 ist nicht unser Ding. Wir müssen also noch ein bisschen was leisten mit Alex. Und so lange ist das Spiel nicht mehr. Während hier wieder irgendeine Katze an meinem Kabel rummacht.
Das nervt mich. Ah, schade. Vielleicht der Pass. Der Pass an sich war ganz gut. Zumindest von der Idee. Das sollte der Trainer auch mal loben. Kane. Junge, Junge. Wir sind aber dran. Ja. Ist nicht so, dass wir hier... Robinat. Ah. Mann, Mann, Mann. Hauptsache, wir kassieren nicht noch eins. Wäre natürlich sehr blöd. Hunter hat seine 7,0. Aber ein bisschen mehr geht doch noch, oder? Hurricane! Mist. Da ist er halt zu langsam für. Ah, scheiße. Ach. Wenn ich mit Alex nicht so ein Kullerbällchen geschossen hätte, weil ich von der Taste gerutscht bin, dann hätte der vielleicht den Fernschuss reingemacht. Schade, schade. War aber nochmal eine gute Möglichkeit von Alex, die er halt nicht genutzt hat. Aufgrund meines Fehlers diesmal. Kann die KI nichts für. Kann Alex nichts für. War ich. Ah, was soll's. Ja, schöner Mitspieler, effektive Rückpässe, super Technik, kennen wir alles. Alles alte Hüte. So, wir schauen mal. Ja, ein Tor haben wir natürlich wieder nicht geschossen. Ja, werden wir gleich sehen hier. 0. Marktwert. Keine Änderung leider. Follower. Ein bisschen verbessert. Aber es bringt uns ja quasi nichts mehr, denn es gibt ja nichts Neues. Übrigens, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Es soll ja noch im Herbst. Ja, im Herbst haben wir gerade Herbst. Ein Update für The Journey rauskommen, bei dem eine deutsche Synchronisation für den Journey-Modus, also den Story-Modus, den wir hier spielen, rauskommt. Das heißt, dass wir dann das hier quasi alles auf Deutsch hätten, also die ganzen Zwischensequenzen und sowas, alles was so gesprochen wird, das wäre natürlich super, aber ich glaube, das erleben wir nicht mehr in diesem Let's Play. So. Manchmal kann ein Punkt so wichtig sein in der Premier League. Alexander hat mich heute stark an seinen Opa erinnert. Euch auch? Ja, aber an seinen Opa jetzt. Alexander, nächstes Mal machst du mehr Tore, okay? Nö. Alexander holt eine Remis. Familie Alexander, nächste Woche machen wir gemeinsam das entscheidende Tor. Okay, das sagst du auch jedes Mal. Sagt er jedes Mal, der Kane, ne? Und am Ende macht das doch nicht. Spieleinstellungen will ich nochmal gucken. Ja, ist noch Profi, man weiß ja nie. Letztes Mal hat sich ja auch einfach auf Halbprofi umgestellt. So, Passübung. Das ist gut. Passen muss geübt werden. Ah, nicht El Rondo dabei, ey. Oh Mann. Ich hasse El Rondo. El Rondo ist das Beschissenste, was es gibt. Rondo ist das Beschissenste, wo geben tut. So. Das Gute ist, hier haben wir King. King ist recht schnell. Der geht dann da einfach mal easy vorbei an den Gegnern. Jawohl. Ja, nur ein B. Alter, wir haben doch jeden geschafft. Ah, ist egal. Ist egal. El Rondo. Ja. Ja, waren das Junge. Die
Yeah. Oh, krieg ich da mal einen anderen ausgewählt? Was soll denn die Kacke wieder? Mist. Ja, das ist einfach mies. Dass der Punktabzug so hoch ist dann. Das ist einfach Kacke. Ah, da siehst du. Dann einfach viel zu viele Punkte weggenommen. Ah. Was war das denn? Wie viele wurden da gerade? Habe ich da richtig gesehen, dass es über 800 waren gerade, die weggenommen wurden? Nee, ne? Glaube ich nicht. Ah, 590, Alter. Ist ja Mobbing schon. Ah, ein C, komm. Kriegen wir wohl. Ein B kriegen wir wohl hin, oder? Mal. Das sah ganz gut aus. Mist. Minus 1400. Ist doch richtig Arsch. Aber diesmal sieht es sehr, sehr gut aus. Jawohl, ein A. Uiuiui. Ui. Dass das mal erleben darf, ein A bei El Rondo. Sag ich mal, ja, hier, B und A. C und A. Aggressivität hat sich verbessert auf jeden Fall, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das ist ja, da kann man mal applaudieren. Danke, dass Alexander von mir ran darf, natürlich. So, wir sehen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall. Bis dahin, tschüss.